Selzer TV wird präsentiert von Niggemeier Treffpunkt Küche, Westenergie, Provinzial Witulski, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heder Center, Moltec, der Dachdeckerei Dennis Eichel und der Stadt Salzkotten. Zum 14. Mal wurden am Freitagabend verdiente Musiker der Stadt Salzkotten geehrt. Aus den Händen von Bürgermeister Uli Berger, der Vorsitzenden des Stadtmusikerverbandes Salzkotten, Annette Stracke, und des Vorsitzenden des Jugendkultur- und Sportausschusses des Rates, René Scherf, bekamen die Instrumentalisten und Sänger ihre Ehrenurkunden. Bürgermeister Berger betont in seiner Ansprache das ehrenamtliche Engagement und den Mehrwert des musikalischen Wirkens für die Salzer Stadt. Wir haben bei der Stadt Salzkotten ja verschiedene Ehrungen. Wir wollen einfach das gesellschaftliche Engagement auch einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, wie die Ehrung ist, in den Fokus rücken. Und das machen wir im Bereich der Kultur, das machen wir im Bereich des Sportes, aber auch bei den Musikerinnen und Musikern, weil sie ja schon das gesellschaftliche Leben bereichern. Man stelle sich ein Fest vor ohne Musik, ein Konzert ohne Musik funktioniert nicht. Und auch die Jugendarbeit ist ganz wichtig, weil viele Musikvereine auch zahlreiche junge Menschen haben, die an die Musik herangeführt werden. Und das kann man durch diese Musikpreise alle zwei Jahre einmal auch in den Fokus stellen. Für Annette Stracke ist Musik ein Lebensbegleiter. Ich denke, Musik begleitet uns bei allem, was uns Freude macht. Und es dient dazu, die Lebensqualität aller, die bei uns leben und wohnen, zu verstärken. Das ist schon was Schönes. Geehrt wurden zahlreiche aktive Musiker, die seit mehreren Jahren in ihren Vereinen engagiert sind. Für ihre 10-jährige Mitgliedschaft wurden Spielleute und Sänger der Musikgruppe Heaven and More, des Tambo-Korps Ferne, des Blasorchesters Niederntudorf, des Spielmannszugs Züle, des Spielmannszugs Salzkotten, des Musikvereins Harmonie Ferla sowie des Spielmannszugs Oberntudorf geehrt. Seit zwei Jahrzehnten halten Mitglieder des Spielmannszugs Oberntudorf, der Chorgemeinschaft Ferla, der Gruppe Heaven and More, des Tambo-Korps Ferne, des Blasorchesters Niederntudorf sowie der Spielmannszüge Oberntudorf und Salzkotten ihren jeweiligen Vereinen die Treue. Auch hier gab es lobende Worte und natürlich die beliebte Ehrenurkunde. Einem Vierteljahrhundert einem Verein die Treue zu halten, ist keine Selbstverständlichkeit. Wem dies gelang, durfte sich zum silbernen Jubiläum über eine Auszeichnung freuen. Aktivposten der Chorgemeinschaft Niederntudorf, des Blasorchesters Niederntudorf, des Spielmannszugs Thüle, der Singgemeinschaft Salzkotten, des Spielmannszugs Salzkotten sowie der Harmonie Ferla durften sich über eine Anerkennung freuen. 30 Jahre voll machten Mitglieder aus dem Blasorchester Niederntudorf, Instrumentalisten der Spielmannszüge aus Thüle, Oberntudorf und Salzkotten sowie Sänger der Singgemeinschaft Salzkotten. Für 4 Dekaden Treue wurden Musiker des Tambourkorps Ferne, der Spielmannszüge Salzkotten und Oberntudorf sowie eine Sängerin der Singgemeinschaft Salzkotten geehrt. Ein halbes Jahrhundert Vereinstreue liegt hinter diesen Musikern der Chorgemeinschaft Niederntudorf, der Singgemeinschaft Salzkotten, der Spielmannszug Salzkotten, der Harmonie Ferla und des Spielmannszugs Oberntudorf. Etwas ganz Besonderes ist eine 60-jährige Mitgliedschaft. Für dieses Jubiläum wurde Konrad Rademacher vom Spielmannszug Salzkotten geehrt. Auf 65 Jahre Vereinszugehörigkeit blickt Josef Thiele vom Spielmannszug Oberntudorf. Er konnte der Feier aus persönlichen Gründen jedoch nicht beiwohnen. Die Highlights der gut zweistündigen Veranstaltung waren die Verleihungen des Musikehrenpreises. Zwei überragende Musikern wurde dieser Titel zuteil. Erster diesjähriger Preisträger war Thomas Rimpel, der Dirigent der Singgemeinschaft Salzkotten. Nach einem Studium der Orgel, Chorleitung und Schulmusik an der Hochschule für Musik in Detmold begann er seine Lehrtätigkeit an einem Gütersloher Gymnasium. Seit 1997 ist er parallel dazu Chorleiter der Singgemeinschaft Salzkotten. Besonders in Erinnerung bleiben wird wohl sein Verdienst um die Aufführung des Stückes The Armed Man, das dazu führte, dass die Chorgemeinschaft das Werk im Januar diesen Jahres in New York aufführen durfte. Eine Ehre, die nur wenigen deutschen Chören zuteil wird. Die besondere Leistung wurde von Bürgermeister Uli Berger in einer großen Lobesrede gewürdigt. Anschließend wurde Thomas Rimpel die Ehrenurkunde verliehen, ergänzt durch die Anstecknadel in Form eines Notenschlüssels. Die Stadt Salzkotten verleiht Herrn Thomas Rimpel für seine langjährige Mitgliedschaft in der Singgemeinschaft Salzkotten e.V., sein aktives Engagement als Chorleiter sowie seinen überdurchschnittlichen Einsatz im Zeichen des Vereins den Musikehrenpreis der Stadt Salzkotten. Salzkott im April 2024. Und es kam für mich auch ganz überraschend, als ich das eben am Ende der Osterferien erfuhr, und ich freue mich riesig über diese Auszeichnung.
Zweiter zu Ehren da war Ralf Deppe, der seit 35 Jahren beim Spielmannszug Salzkotten aktiv ist. Als Zehnjähriger trat er in den Verein ein. Seit 1998 gibt er als Dirigent und seit 2002 als Tambourmajor den Takt vor. Daneben widmet er sich eindrucksvoll der Ausbildung des Musikernachwuchses. Mit Geduld, liebevoller Konsequenz und Kompetenz, wie es von Seiten des Vereins bewundernd heißt. Ralf Deppe ist ein Garant für musikalische Qualität, Perfektion und Zuverlässigkeit, wie es in der Laudatio von Annette Stracke hieß. Auch er bekam die große Urkunde aus den Händen des Bürgermeisters überreicht und durfte sich über die Anstecknadel freuen. Die Stadt Salzkotten verleiht Herrn Ralf Deppe für seine langjährige Mitgliedschaft im Spielmannszug Salzkotten 1922 e.V., sein Engagement in der Musikpädagogik sowie seinen überdurchschnittlichen Einsatz im Zeichen des Vereins den Musik-Ehrenpreis der Stadt Salzkotten, Salzkotten im April 2024. Musik ist schon ein großer Bestandteil meines Lebens und es macht mir sehr viel Freude, es gibt mir sehr viel zurück und auch mit Menschen, mit den Musikanten zu arbeiten und die Kontakte, die man darüber knüpft. Die Musikerehrung macht einmal mehr deutlich, welch hohen Stellenwert die Musik in der Selzerstadt hat und dass auch im Freizeitbereich Höchstleistungen musikalischer Art erzielt werden können durch persönlichen Einsatz, Ehrgeiz und Geduld. Selzer TV wird präsentiert von Condor, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, Rewe, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten.